Das Raimundi-Tor ist eines von 5 Rheintoren der sogenannten Rhein-Kehl-Befestigung, die Stadtbaumeister Eduard Greissig im Zuge der Rheinufererweiterung 1873-79 errichten ließ. Die Zeit hatte an den historischen Bauwerken genagt, doch dank des Mainzer Denkmalnetzwerks unter Leitung von Erika Friedrichs und Großspendern erstrahlen nun nicht nur die Tore, sondern auch die majestätischen Löwen auf der Spitze der Raimundi-Torhälften in neuem Glanz. Wir haben das Tor 2011 im Herbst einweihen können. Was damals fehlte, war der zweite Löwe. Nachdem wir praktisch 3 Jahre gehofft hatten, das Original wiederzufinden, haben wir dann beschlossen, eine Kopie machen zu lassen. Das Komplizierte war, dass es eine spiegelbildliche Kopie sein musste und man insofern in einem doch mühsamen Prozess die Punkte übertragen musste, um eben wirklich eine getreue spiegelbildliche Kopie zu erstellen in richtig bildhauerischer Arbeit. Eine Arbeit, die sehr zeitintensiv war. Das Löwe hat gedauert 750 Stunden und habe ich dann 109 Tage benutzt. Mehr als 3,5 Tonnen wog der Block, aus dem Steinmetz Chalupa den Löwen formte. Rund 2 Tonnen Kalkstein hat er mit viel Fingerspitzengefühl abgeschlagen. Zum Abschluss meißelt er nun seinen Namen in das mächtige Kunstwerk. Insgesamt 30.000 Euro kosteten die Herstellung des spiegelbildlichen Löwen, die Beseitigung von Witterungsschäden am Original und die Montage des alten und des neuen Löwen auf den beiden Hälften des Raimundi-Tores. 4 Großspender machten die Rekonstruktion und Sanierung möglich. Für mich war eigentlich der Anstoß, dass ich mal mitbekam, dass Herr Gemünden von der Baufirma Gemünden in Ingelheim sich bereit erklärt hatte, die Kosten fürs Fundament einschließlich Sockel zu übernehmen. Und dann dachte ich, wenn das Angebot im Raum steht, dann müssen wir da weitermachen. Auch die Eheleute Röhmheld und Friedrichs haben sich als Sponsoren beteiligt. Für den Löwen wurde im Unterschied zu den Torflügeln nicht Miltenberger Sandstein, sondern französischer Kalkstein verwendet. Der Stein ist frisch gebrochen, sehr weich, hat aber den großen Vorteil, dass er dann an der Luft erhärtet und dadurch dann eine Lebensdauer bekommt, die oft über der Lebensdauer des Sandsteines liegt. Die Mainzer können also hoffen, dass der neue Löwe unbeschadet mindestens einmal 150 Jahre alt wird, wie sein Vorbild, der Löwe auf dem anderen Torflügel, der noch immer eine intakte Oberfläche hat.